Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Ich bin Hamatorix alias Leo und neben mir ist der Justin alias Alpha Kevin oder halt andersrum. Je nachdem, wie man es sehen will. Genau. Genau. Wir setzen die Geschichte fort. Und let's go. Genau. Jo, jetzt gehen wir wieder hier lang. Wir machen Party. Los geht's. Ab geht's. Au, au. Idioten. Was dann? Auf Gleis 3 oder 4. Leute. Mit. Die eine Behinderung haben, gegen die Wand. Und dann fahren sie mit einem Auto in den Hogwarts Express. Direkt am direkt dagegen. Und dann fahren sie dann zurück. Ey, passt doch mal auf, ey. Und dann kommen sie an. Willkommen in Diego. Willkommen in Hogwarts. Oh Mann. Autsch, autsch. Da sie dumm sind und können, fliegen sie in einen Baum. Oh Mann, Alter. Und was kannst du eigentlich? Und dein Auto ist ja noch bescheuerter. Hat ihr mich bescheuert genannt? Ihr seid Gepäck, ihr seid auch scheiße. Aber Ron, ich liebe dich. Ich komm dich dann wieder retten. Und Hedwig ist einfach nicht da. Oh, guck mal, mein Zauberstab ist wackelig. Den hab ich aus dem Spielzeugladen geholt. Wow, schon sind wir in Hogwarts. Das war echt schnell. Als ob. Alles einsammeln und noch nichts kaputt machen. Erstmal die Münze einsammeln, die hier cool, lose. Wir können schon einen stärkeren Platz machen, haben wir ja schon gemerkt. Ja. Cool, hier ist Nikolaus, der fast kopflose Nick. Glaube ich. Das war echt eklig, als fast sein Kopf ab war. Oh, guck mal, wir müssen die ganzen. Warte mal. Wir müssen noch. Also, das machen wir nicht, das machen wir nicht. In den Kommentaren wurde uns gesagt, dass wir das auslassen sollen. Also machen wir noch Karottenzauberstäbe. Vom Fallen gerettet. Njum. Geisterstats. Und schnell graben. Passt doch, oder? An. Und Verkleidung macht wahrscheinlich dann zum freien Spiel oder was weiß ich so. Und das war unser Freund. Naja, du weißt schon. Sag wieder Base Italiano nach. Ich glaube, der ist anders. Ist mir auch egal. Warte, ich guck gleich mal nach an mein Handy. Und du machst mal hier ein paar Sachen. Kaputt, wir müssen ja hier nicht 100% haben, okay. Doch. Gucken wir mal nach. Ah ne, das ist ja noch kein Level. Nein, das ist noch kein Level, also genieß mal. Ich guck mal, wie der heißt. Wie der jetzt heißt. Wollt ihr erinnern, auf Zeit. Kann man hier einen Kessel, können wir das machen schon? Ja, da muss ich Sachen dazu finden. Sind die hier? Warte, ich muss dir mal mehr anzeigen. Wo bist du denn? Ah! Er heißt Starkiller 81 Star Dragon oder so. Genau, so heißt er. Er wollte, dass wir die Verkleidungen ausmachen. Weil sonst machen wir andere Sachen, die ein bisschen blöd sind. Obwohl es eigentlich lustiger ist, aber ich respektiere meine Abonnenten und deshalb mache ich das. Okay. Was hast du in der Zwischenzeit gemacht, als ich das gesucht habe? Nichts. So, dann kochen wir mal einen Stärketrank, okay? Bitte machen, bitte zerstören Sie alles in Ihrer Umgebung. Vielen herzlichen Dank. Bitte benutzen Sie die Guardium Leviosa, um das Skelett aufzubauen. Und tanzen zu lassen. Dieser Knochen. Ach, du hast den Knochen genommen. Aha. Ja. Jetzt fehlt uns nur noch das weiße. Was ist das? Ein Etwas. Eine Lampe. Sieht aus wie ein Die Seil. Ist hier drin und das kriegen wir bestimmt. Nein, das ist nicht da drin. Wir schaffen das. Wir zerstören einfach alles, okay? Alles in der Umgebung. Aber es kann sein, dass es das hier ist. Vielleicht kann man es wirklich noch nicht machen. Wirklich, wir zerstören trotzdem alles. Alles nur für Geld. Doch, ich glaube, das. Oh, ja, konnte es doch machen. Danken wir meinen brillanten Plan. Und jetzt bitte einen Applaus für Hamatorix. Ich möchte nicht, dass meine Abonnenten klatschen, aber wenn meine Abonnenten klatschen, dann sind sie die Besten. Ich möchte, dass Alpha Kevin klatscht. Meine Großartigkeit. Ja, danke. Das war viel zu kurz. Länger. Nein. Ich bin ein böser Hamatorix. Wofür haben wir den jetzt gebaut? Was kriegen wir dafür?
Mir doch egal, jetzt sind wir Superman. Ich bin Superman. Keiner kann mich aufhalten. Keiner kann mich aufhalten. Oder sind wir Cyborg? Wir können ja nicht fliegen. Okay, wir sind einfach nur Cyborg. Ja, wenn wir das hier hoch müssen, damit ein Wesen fliegen machen. Nö, da brauchen wir einen bestimmten Zauberspruch. Kann mir jemand helfen? Alpha Kevin ist einfach schlauer als ich. Er hat mich gehört, während ich keins besitze. Natürlich besitze ich ein Gehirn. Ich scherze nur. Wir müssen hier Nee. Warum sagst du, dass da ein Hammer-Tor weg? Damit ich euch unterhalte. Ich will doch irgendetwas labern, während wir hier nur Quatsch machen. Alias, Scheiße. Was? Du willst aufs Klo gehen oder was? Ja, ich will aufs Klo gehen. Ich liebe die Toilette. Deswegen verbringe ich da auch so viel Zeit. Du auch, Alpha Kevin? Eigentlich nicht. Ich meine natürlich, die Toilette ist der schlimmste Ort auf Erden. Ich hoffe, er hat gesagt, weil es gibt nicht den schlimmsten Ort. Ach, vergiss es. Ich habe so viel Scheiße gelabert, weil der Quatsch gelabert, dass ich nicht weiß, wo man hier weitergeht. Wir sollen hier weitergehen? Okay, wir müssen mehr zerstören. Was stand 1 von 10? Was ist 1 von 10? Ah, wir müssen die Lampen anschließen. 2 von 10. 4 von 10. 5 von 10. Das fängt mich verstecken. 6 von 10. 7 von 10. 8 von 10. 9 von 10. 10 von 10. Geil! Eine Charaktermarke. Die gehört mir. Eigentlich die gehört uns. Nein. Was ist das? Angelina Jones. Gryffindor, oder? Das hast du wunderschön gesagt. Angelina Johnson freigeschaltet. Können wir jetzt weitergehen? Wir müssen hier lang kommen. Ja, und wie geht das? Indem ich hier oben. Ach so, deswegen brauchen wir den Stärken. Siehst du, wir brauchen das sogar. Aua, ich bin wieder auf der Pfütze ausgerutscht. Den musst du vielleicht erst nehmen, bevor du das machst. Ich bin wieder auf der Pfütze. Was ist eine Pfütze? Das hört sich echt nach Pfütze an. Das hat er aber nicht gemeint. Ich hab Pfütze gemeint. Jetzt sind gerade Mädchen da drin. Okay, ich sag nichts mehr. Alpha Kevin, ich überlasse dir das Rätsel. Ich bin schlecht informiert. Ich erzähl nur bescheuerte Sachen. Kannst du wieder reden? Bitte. Du bist zwar leise, aber bitte rede. Glocke aufgemacht. Tür geöffnet, Glocke aktiviert. Ah, dafür haben wir das gemacht, für die Glocke. Sicher, dann folge ich jetzt einfach mal. Nein, zurück. Jetzt. Nein, ich möchte zur Glocke. Nein, okay. Ich folge, Geistbastards. Wo sind die denn? Da, ja. Wir folgen jetzt. Warte, hier ist irgendwas zum Aufheben. Was kann ich hiermit machen? Mir egal. Ein Trank bauen wahrscheinlich. Ach, guck mal, hier ist der neue, die neuen Erstklässler. Da ist mein neuer Fan. Er heißt Justin Bieber. Nicht du, sondern Justin Bieber. Das ist oh, Justin. Colin. Genau. Hier ist ein Trank. Warte, hier sind ganz viele Sachen, die ich aufheben konnte. Ja, aber wir wollen doch jetzt ins Level beginnen. Wir haben schon 8 Minuten verschwendet. Was heißt verschwendet? Geopfert. Stehst du geopfert? Boah, wir gehen jetzt wieder zu, Ich lauf schon mal vor. Nein, noch nicht. Nein. Vergiss das. Heute lernen wir Gemüse im Topf. Bei Gemüse- und Kräuterkunde-Unterricht. Ah, das finden wir so lustig. Ah, supporten, ja. Oh, ich hasse dieses Lied. Das ist Disney. Ich hasse Disney. So, let's go. Level immer noch nicht begonnen. Aber, Leute oder Freunde, kennt ihr dieses Musikvideo von Fresh Dumbledore? Mit Mongo Oma, mit Fischstäbchen, die sind so toll. Ich mag Fischstäbchen. Einfach toll. Stecke ich mir in den Mund und auch in den Po. Yo. Holo Mongo. Oma schreibt einen Song. Setz die Ohrenschütze auf, sonst wirst du blöd davon. Fischstäbchen. Fisch. Kennt ihr das? Ich glaube nicht. Ich kannte das schon seit der 5. Klasse. Das war sehr lustig. Wir brauchen erstmal Headset, verstehst du? Wir machen Let's Play. Warte, lass mich mal ein Headset aufsetzen. Wer hat mich denn jetzt schon vereist? Ja, weil du sie hier attackiert hast. Ich hab ein Headset auf. Und was kriegst du? Ich auch. Mal gucken, was du kriegst. Du kriegst auch ein Headset. Was kriegt Hermine? Du kriegst ja auch ein Headset. Am Ende kriegt die überhaupt kein Headset. Was kriegt Hermine? Oh, die kriegt das abgegradete von unserer Version. Heute lernen wir Blumen im Topf.
Blumen im Dorf. Wie nennt man das? Ah, das heißt Schulgarten, oder? Blumenumtopf. Ja, das Schulgarten, hat doch gesagt. Oh Mann, du darfst noch nicht alle einpflanzen. Du musst erst die ganzen, die ganzen Sachen mit Schall. Warte, lass mich das machen. Du musst so alles, was mit Glas ist, musst du kaputt machen. Hier hinten ist auch noch was mit Glas. Komm mit. Komm mit, komm mit, komm mit. Ich weiß, du brauchst Zeit. Hier, da ist noch Glas. Und hier ist auch noch Glas. Du machst alle Glassachen kaputt und ich sammle die Münzen ein. Klingt das fair? Nein, gell? Also machen wir das auch so. So, das war's. Sicher? Nein. Da oben ist ein goldener Stein, aber warte. Ja, du siehst nein. Wow. Das ist ja echt toll, Mann. Aber noch nicht Umgang mit Alraunen freigeschaltet. Alias Blumenumtopf. Aber wir holen noch den goldenen Schein. Ja, aber wie? Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung. Los geht's. Geld hat Vorrang. Geld. Oh, da ist eine blaue Münze. Aber noch nicht rausgehen. Und drei. Nein, nein, nein. Wir holen jetzt den goldenen Stein. Keine Ahnung. Nehmen wir ihn noch hier. Wir müssen alles kaputt machen. Du hast die leeren Blumen auf dem Kopf gemacht. Alles klar. Es funktioniert nicht. Ah, komm. Weggehen. Verdammt. Ey. Ich rette dich. Ich war das nicht. Ich wollte dich nur retten. Komm, wir müssen los. Nein, ich schaffe das. Hey, ich hab denn nichts getan. Ich hab den goldenen Stein bekommen. Yeah. Bin ich jetzt cool oder bin ich jetzt cool? Nein. Was? Ich hab gefragt, ob ich cool oder cool bin. Ja, und ich geh einfach raus. Ah, da war noch ein blauer Stein. Oh, Lumos. Nee, lass mal. Wenn du schon alles überspringst, dann überspringen wir auch alles. Wetten, wir müssen jetzt wieder hier was machen. Nee, müssen wir nicht. Sehr gut. So, das gerade hier. Nee, das können wir noch nicht machen. Wir brauchen erst einen Zauber. Hier. Gut, dann folgen wir jetzt dem fast kopflosen Nick. Folge mir, Alpha Kevin. Folge mir und sammle seine Geisterstats ein. Folge mir. Ich hab gesagt, folge mir. Ah, wir können hier noch nicht weitermachen. Wir brauchen erst unsere neuen verbesserten Headsets. Auf geht's. Wo sind die? Na hier. In meinen Schrank, wo ich mal meine Headsets und mein Mikrofon hintue. Warum sollte so ein Schrank auch nicht einfach mitten auf dem Flur stehen? Ja, so ist es. Meine verbesserten Headsets. Warum bist du eigentlich der Biene? Warum bin ich pink? Und warum hast du einen Pfeil im Kopf? Ich hab das neue verbesserte Headset und es ist doch Halloween, verstehst du? Und tu es rein! Los! Ja! Jetzt kriegst du einen Applaus. Auch von mir, Achtung. Cool. Muss ich noch verbeugen, weil man das auch sieht. Ich verbeuge mich zusammen. Wow, das war eines der elegantesten Verbeugungen aller Zeiten. Nicht wahr? Den rette ich nicht, das ist ein Slytherin. Den rette ich von Slytherin. Wieso springt der nicht einfach runter und warum springe ich gerade hier hoch? Wenn man ihn treffen will, ist man auf Slytherin. Du stehst. Das ist eine Lüge. Ich meine das wortwörtlich. Du stehst auf ihn. Du stehst auf seinen Körper. Mit deinen Füßen. Oh, hier ist wieder. Oh, wir brauchen schon wieder unsere neue verbesserte Headset. Oder Halloween-Kostüm. Ich muss das kurz erstmal ordnen. Ach stimmt, du bist ja Hermine. Willst du nicht wieder zu Ron wechseln? Dann musst du das alles nicht machen. Komm jetzt! Wir holen jetzt unsere neuen verbesserten Headsets. Oder Halloween-Kostüm. Hab schon gesagt. Warum erzählst du nicht mal was? Ich erzähle Kaboom. Kaboom. Kabusch. Oh, weißt du, was wir noch machen müssen? Wir müssen noch kurz da reingehen. Aber erst, wir machen den Weg frei, lernen einen neuen Zauber und dann gehen wir hierher. Wirst du hier das merken? Wir machen den Weg frei, lernen einen neuen Zauber und gehen da rein. Und gehen dann hier rechts da rein. Verstanden? Du musst jetzt nehmen und diese Schallmauer verwenden. Wären wir im Lego Batman-Universum, bräuchte mir nur Batman seinen Schallanzug. Ist das richtig? Ich töte euch alle. Stimmt's oder habe ich recht? Ich habe recht. Und das stimmt. Wo ist der Topf?
Hier oben. Ach, hier ist Gildroy Fickhart. Ah, der ist so dumm, der Typ. Und weißt du, wer der schlimmste oder die schlimmste Lehrerin ist bei Dolores Umbridge. Genau, das ist die schlimmste Lehrerin. Ja, mach mal alles kaputt, genau, noch nicht mal gut. Das ist die schlimmste Lehrerin in Verteidigung gegen die dunklen Künstler. Allgemein, die Hogwarts hatte. Okay. Oder auch so. Sind hier noch irgendwo welche? Ja, aber nicht hier. Oh, muss ich wieder runtergehen? Ja. Du nimmst jetzt die Zeit, komm. Yes. Weißt du, was ich in der Zwischenzeit mache? Nee, muss ich nicht. Hier war irgendwas. Oh nee. Ach da, ich seh's. Yay, was hat das gebracht? Gar nichts. 6 von 6 und. Was hast du kaputt gemacht? Ich habe 6 von 6 geholt und habe. Ich dachte, das wäre hier dieser eine. Das war Colin Creevy, heißt der so? Mhm. Ich nenne ihn Justin Bieber, weil er die ganze Zeit Fotos von mir macht. Lebt der überhaupt noch? Scherz! Hamatori, sei nicht so fies zu welchen Leuten? Läusen? Leuten! Guck mal, du hast auch ein Halloween-Kostüm. Los, wir lernen einen neuen Zauber. Los, rein da! Ich bin Colin Creevy von den Filmen und Büchern. Du, irgendwas mit durchgerammelt, 1 bis 10 oder sowas. Das sind nur CGI-Animationen. Das tut wenigstens so. Ihr könntet Schauspieler werden. Was wird ihr denn noch erzählen? Nichts. Oh, sie haben mein Bild weggenommen. Das würde wirklich so aussehen, als ob ihr von den Viechern angegriffen werdet. Ihr sollt Schauspieler sein. Dankeschön für die Jahre. Kriegt sie! Das ist der neue Zauber. Warum? Ach ja. Die Frage ist, ja, danach kommt ein neues Level erst. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Aber wir werden das nicht machen. Vielleicht im nächsten Mal. Ich muss X drücken und. Oh, was haben die denn noch gesagt? Oh, alles gesagt. Toll. Guck mal, was ich kann. Das haben die aber nicht gesagt. Man weiß, was Colpera in ihrer Synchronisation gesagt hat. Guck mal, das ist ein Stein. Den hole ich mir jetzt. Das muss zusammen. Das war auch nicht voll. Die Erfahrung könnte ich so zusammen. Ich hab so. Naja, ich wollte ich gerade sagen, dass es zusammen gemacht wird. Ich wollte nicht sagen, dass ich mehr Geld habe. Super, habt ihr toll gemacht! Das war echt schön. Oh, der Idiot. hab ich das nicht toll gemacht? Ich bin ein schlechter Lehrer. Also verziehe ich mich jetzt in meinen Panikraum. Und warum nimmt Hogwarts eigentlich Lehrer gegen die Lehrer gegen die dunklen Künste an, obwohl Dumbledore weiß, dass sie unqualifiziert sind. Ja, weil sie auch Abbrechen reingetan haben. Der eine trägt einen Turban, obwohl er nicht religiös ist. Man weiß es nicht. Der eine, Remus ist einfach ein Werwolf. Natürlich war das kein Spoiler. Das war der Beste. Ja, das war der Beste. Und, ja, Norwich Umbridge ist halt einfach. Warte mal, Schlimmste. Bio ist freigeschaltet. Wie, ich kenne den Spruch gar nicht. Für was brauche ich das später? Naja, für. Ach doch, für die Truhe. Ganz viele sagen, wenn du freispiel machen möchtest. Und für. Also im Level freispiel und im offenen Level. So. Ja, jetzt sind nur eigentlich im zweiten Teil im freien Spiel. Ja, bestimmt überall. Ich schmeiß doch alles Sachen zusammen. So. Oh, ein lilaner Stein! Ein lilaner Stein! Der gehört uns. Warte, wir wollen noch mehr Sachen kaputt hauen. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen weitergehen. Wir wollen jetzt noch was Neues lernen. Nein, wollen wir nicht. Doch. Wir wollen weitergehen. Ich meine nicht hier das, was ich vorhatte. Wir gehen jetzt hier runter und dann wieder hoch. Weil das müssen wir. Das gehört zu den 100%. Und wenn du keine 100% machen willst, dann können wir hier und jetzt mit dem Projekt aufhören. Okay, gut. Gut, nächstes Projekt. Oh, Filch. Oder? Wer ist das? Mit seiner Pussy. Ja, heute lernen wir auf was zu setzen. Alter!
ich bin wieder erwischt. Und fall auf. Und dann ist es eine Maus. Das ist unsere Aufgabe. Ihr drei beginnt als Erste. Das müssen alle drei machen. Harry Potter muss als Erstes beginnen. Ja. Was muss ich drücken? Na, ganz einfach. Geh du raus, lass mich. Alter, kannst du in der Nähe bleiben, ohne dass du in den Ring reingehst? Ich merke halt. Das muss ich machen, und das muss ich dreimal machen. Warte. Welcher Zauber ist denn das? Ja, der rote, der wird automatisch ausgewählt. Der hier. So, ach, ich muss schon Zeit machen. Jetzt bist du dran, Alpha Kevin. Nein, Rod, du bist alt. Ich mach Helden, okay? Du musst den roten auswählen, den roten Zauber. Den hier. Hallo. So. Du hast den roten Zauber ausgewählt, dann musst du zielen. Genau. Das musst du zweimal machen. Ich dachte dreimal. Nein, lass. Jetzt nochmal. Genau, und jetzt mache ich als Hermine weiter, okay? Hast du mich gerade in eine Maus verwandelt? Du musst jetzt rausgehen. Ich war gerade dabei. Du hast mich jetzt als eine Maus verwandelt. Das kann ich gar nicht mehr machen. Oh, danke. Guck mal her, hallo. Gut. Du machst es gar nicht. Sehr schön. Alter. Na, den Zauber kann ich doch schon. Mir egal. Es gehört dazu. Ah, Verwandlungskunst. Ne, das ist doch immer, ja. Freigeschaltet. Der gehört noch mit dazu. Ja. Cool. Und für den Verwandlungskunstzauber kriegen wir einen goldenen Stein. Gibi! Einfach zwei Zauber. Ja, mit dem Geld. Ja, mit der Kohle. Wie wär's, wenn du mir hilfst mit der Kohle? Hab ich Geld verloren wegen dir. Zauber mich mal hoch. Ja, bleib auch schön drauf. Spring. Komm, wir suchen nach mehr Münzen und dann gehen wir einkaufen. Hast du Lust auf einkaufen? Ja. Und einfach weitergehen. Ich hab Hasen freigelassen. Ist das okay? Nein. Dir werde ich nie verzeihen können. Okay. Hier ist eine blaue Münze. Guck mal, ich hab Batman, deinen Freund, freigeschaltet. Eine Fledermaus. Nein, das ist nicht Robin. Oder Nightwing. Oder Red Hood. Oder vergiss es. Wir gehen jetzt wieder. Nein, wir sammeln noch ein bisschen Geld ein. Nein, tun wir nicht. Aber wir gehen halt zum Shop, ja? Ja. Ja oder nein? Ja. Okay, auf zum Shop. Hier ist zwar nicht der Shop, aber ja. Auch wollen wir das auch mal machen? Was bringt das? Okay, ich hab was gefragt. Lee Jordan. Ach, das ist ja dieser Kommentator bei Quidditch. Ja. Also möchtest du hochkommen für ein paar schöne Lieder in der Münze? Ja. Und eine blaue Münze? Guck mal, wie schnell das war. Das war's, ja? Schnell. Los, spring drauf. Und jetzt sag dein Zauberspruch. Abumbala Kaka. Das hat sogar noch funktioniert. Hast du dir selber ausgedacht? Nein. Ach, das ist ein echter Zauberspruch? Nein. Also was? Warte, ich will die Tafel verzaubern. Guck mal, Was kriegen wir jetzt? Ich glaube nichts. Doch. Okay, los geht's, wir gehen einkaufen. Okay. Shoppen! Das sind winzige Schritte. Wir müssen unserem Meister Essen geben. Folge uns. Na, das klingt sehr verdächtig. Oh, Minecraft, der fühlt sich schon wieder ausgerollt. Die Kammer des Schreckens wurde nicht geöffnet. Ach so, ich dachte, die wurde geöffnet. Das wäre ja peinlich. Und ist versteinert. Warte, lass mal lesen. Bei Peepers ist für Rohre. Also Pipes, also. Was haben wir denn hier? Was habt ihr denn hier rausgefunden? Die Kammer schreckt wurde nicht geöffnet. Sie war's. Alter, was soll das hier? Warum kommt die halbe Schule hier vorbei? Was soll das? Ja, die Katze ist versteinert und ich hab auf nichts mehr los. Wir bestellen hier aber eine neue. Ja, war's. Nein, er war's nicht.
Da fällt immer wieder drauf rein. Okay. Ja, ich lauf dann schon mal vor. Ja, ich darf nicht zu weit laufen. Die Geistersatz geben uns auch Geld. Wenn wir bei 300 sind, dann höre ich auf, okay? Hab ich gesagt, bei 300 hören wir auf? Das machen wir auch. Ich will trotzdem die Münzen einsammeln. Ja, fertig. Okay, komm, jetzt schnell machen und eben hinterhergehen. Ich meine, umso mehr Münzen, umso besser. Warte. Die geben ja wirklich viel. Ich habe eine Idee, wir machen bis zum Quidditch und dann gehen wir wieder zum Quidditch. Bis 400.000. Und dann gehen wir wieder zurück. Hä, der gibt ja übel viel. Okay. Der gibt einfach 400.000 oder so. Okay, jetzt aufhören. Nein. Aufhören. Nein. Jetzt gehst du in den nächsten Bereich. Nimm das und jetzt zurück. Nein. Wir wollen doch jetzt in den Shop gehen. Wir wollen den Part beenden. Warum bin ich jetzt eigentlich happy, ne? Weil ich ein Mädchen bin. Hatten wir das nicht schon mal? Weil ich ein Junge bin. Komm doch rüber, Mark, und setz dich zu mir hin, weil ich ein Junge bin. Keine Widerrede, weil ich sowieso hier bin. Weil ich ein Junge bin. So geht der Text auch, oder? Ich glaube nicht. So, wir lernen dann im nächsten Part den Vielsafttrank, glaube ich. Ne, den haben wir schon. Ja. Ne, im nächsten Part. Nein, den Vielsafttrank haben wir noch nicht. Ah, die, das kommt später. Komm jetzt mit. Wir werden erstmal Quidditch machen. Und dann. Gott, das kommt später. Ist egal. Ja. Wir werden jetzt. Ich will shoppen. Ja, komm jetzt mit. Ja. Wenn du richtig shoppen willst, dann gehen wir hier lang. Wir müssen. Ach so, wir sind auch sehr blöd. Egal, wir gehen mal kurz in den Gemeinschaftsraum und dann gehen wir shoppen. Egal. Nein, wir wollen nicht weiter. Wir wollen nur einen Gemeinschaftsraum. Hey, du kannst doch die Phase sprechen, auch wenn du schon im ersten Teil konntest. Hä? Ah, hier, das können wir machen. Zauber ausgewählt. Und, mach mal. Sorry, warte. Was ist das? Es tut mir leid. Lass dich wieder runter. Ich bin zu langsam, um Zauber auszuwählen. Wo können wir denn hier hin? Wo sind wir? Hier brauchen wir wieder so ein Vieh. Um die Gläser zu zerstören, da kriegen wir irgendwas. Ja, aber wo sind wir? Warte, lass mich mal überprüfen. Ich glaube, wir sind nicht bei den Slytherin, nicht bei den Gryffindors. Sind wir bei Hufflepuff oder Ravenclaw? Was denkst du? Tja. Und ja, es ist ein Unterschied. Warte. Oh, Neville Longbottom freigeschaltet. Drei Charaktere einfach schon freigeschaltet. So. Hier rein. Guck, wir sind bei Hufflepuff. Guck, gelb und schwarz ist Hufflepuff. Ravenclaw ist blau und weiß. Schüler in Gefahr. Gerettet. Ja. Oh, können wir dafür kein Gold bestellen? Nee, es funktioniert nicht. Wir müssen Hufflepuff-Mensch sein. Und wir können uns auch nicht verwandeln in andere Leute. Okay, dann gehen wir zum tropfenden Kessel. Der gesamte Fortschritt in diesem Level wird verloren gehen. Geil! Wir fangen wieder vorne an. Mit dem ersten Jahr. Ein Scherz. Wir gehen erstmal hier hoch. Wui. Und dann gehen wir einkaufen. Wui. Rein da. Ach, wir können hier gar nicht hin. Na, dann gehen wir wieder zurück. Hat sich ja richtig gelohnt. Naja, wir sind doch neu. Ich meine, wir kennen die Hogwarts-Welt gar nicht mit dem tropfenden Kessel. Das ist alles neu für uns. Weißt du? Wir waren ja halt noch niemals in Hogwarts. Stimmt's einfach, Kevin? Absolut. Deswegen können wir uns ja gar nicht auskennen. So, in welchen Laden als erstes? Nein, den ersten und dann den zweiten und dann den dritten. Also erst die Charaktere. Lass mich einkaufen, okay? Und ich sag, ob es sich lohnt. Ja, das lohnt sich, das Wunder unter 100.000, gell? Ja, aber Pullover. Wir brauchen das sowieso die 100% machen. Ja, gut. Als Mädchen war echt das Beste. Zu teuer. Aber es ist Hermine. Ja, die ist mir zu teuer.
Neville können wir jetzt kaufen, oder? Ja. Ah. Geil, weil wir den auch unbedingt haben wollten. Der ist ja so gut. Der ist in Lego Harry Potter Jahre 5 bis 7 auf jeden Fall besser. Kaufen. Kaufen. Warte. Angelina Johnson, Lee Jordan. Also wenn wir Geld übrig haben, dann können wir auch gerne einen Hügel kaufen. Ernie McMillan oder keine Ahnung. Kannst du das aussprechen? Ernie McMillan, ja. Ja. Oh Mann. Ist ganz schön aufregend, gell? Komm, wir fangen! Ja. Der ist geil. Ja, den brauchen wir für Graben, gell? Ja. Wir haben noch genug bisher. Aber Zauber sind schon besser, oder? Ja, aber ich will erstmal hier gucken, was es noch alles gibt. Weil wenn wir Termine kaufen würden, dann wären wir arm, verstehst du? Und das meine ich. So. Ja. Deswegen möchte ich ja nicht so teure Charaktere kaufen. Dann können wir uns ja gleich. Wir können ja bisher nur Hermine kaufen. Also von daher. Warte mal, darf ich noch gucken, ob sich ja was lohnen würde? Zu teuer. Und hoch. So, erst Geld einsammeln. Genau. So, aber ich glaube, wir haben schon alles. Ja. Ja, wir haben alles. Ab nach unten. Das heißt, wir können uns noch ein paar Zauber kaufen. Und wenn wir dann noch Geld übrig haben, dann können wir. Nee, dann wird das Spaß eigentlich. Dann können wir uns da gar nichts mehr leisten. Aber wir können kurz in die Winkel. Gringotts Bank gehen, okay? Da können wir Level kaufen. Freischalten. Verschalten. Ja, ja. Gut, los geht's. Gut. Okay, ich geh. Zu teuer. Ja? Multi-Core-Force, was ist das? Wollen wir es kaufen? Mach mal weiter. Rictus Sempra, ja, das. Das ist doch cool. Ja, das brauchen wir sowieso alles. Das ersetzt es nicht, sondern fügt es hinzu. Ja. Das kaufen wir nicht, also das Geld leer. Das. Wollen wir das machen? Da tanzt jemand. Dann würden wir Leute zu tanzen. Machen wir weiter. Naja. Das können wir uns gar nicht leisten. Das können wir auch nicht leisten. Auch nicht. Ja, doch. Ja, das? Ja. Gut, ich glaube, das war's. Aber vielleicht finde ich noch was. Ja, wir können uns safe noch was kaufen. Bestimmt. Safe oder unsafe? Scherz. Zu hoch, zu teuer. Und das ist auch zu teuer. Oh, aber viel. Arkeo, dann kommt alles zu dir. Das ist ziemlich praktisch. Das ist so wie Steinchenmagnet. Ja, 4 Millionen, das ist ja übel. Ja, deswegen. Also, machen wir weiter links. Wir können uns safe noch irgendwas kaufen. Glaube ich nicht. War da nicht was Billiges? Oh, wollen wir uns das holen? Ja, draußen. Warte. Dann holen wir uns das und dann hören wir mit dem Part auf. Nicht das machen. Warte, noch nicht da rein. Wir müssen hier draußen die Sachen machen. Das können wir zum Beispiel kaputt machen. Warte. Ja, mach du mal weiter. Das hier vielleicht. Nein. Die Schere können wir auch nicht machen. Na, ganz einfach, wir gehen jetzt hier, du weißt schon wohin, hier rein. Wir holen uns hier unser Money und hier gibt auf jeden Fall Geld. Beispiel hier. Okay. Perfekt, einsammeln. Ja, let's go. Bauen wir damit alles ein, umso mehr wir haben, umso besser. Sehr gut. Ich konnte was attackieren. Ja, ich konnte was attackieren. Okay, komm, wir gehen los. Okay. Geh schon mal vor. Ich komm danach. Wieso bin ich? Hast du gesehen? Ich hab mich teleportiert. Ich bin so gut. Also hier war's nicht. Hier war's auch nicht. Aber hier war's. Na, dann kauf du mal ein. Rechts. Einkaufen. Gut, dann beenden wir jetzt den Park. Ist zwar ein bisschen lang geworden, aber wir können es. Ich mache Let's Plays für euch und nicht für mich. Okay, dann hören wir jetzt hier auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr gebt
mir einen Daumen nach oben, abonniert, aktiviert die Glocke, schickt das an alle weiter, teilt das an alle eure Freunde und bis zum nächsten Mal. I'll be back in the flesh und Justin sagt seine letzten Worte. Ja, genau. Wir haben zwar, war jetzt nicht so ein spannender Part, aber wir haben viel eingekauft, das hat sich gelohnt. Und genau, dann liken, abonnieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss.